Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstmal an den Kollegen Breuer auch noch herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, aber ich glaube im Namen aller Obleute und Kollegen. Und viel Erfolg für die neue Aufgabe, gerade bei so einem historischen Wechsel da in Neuss nach so vielen 100 Jahren konservativer Herrschaft. Wir freuen uns auf die Bilder vom Neusser Schützenfest mit Rainer Breuer, der dann die Parade da abnehmen darf. So, jetzt zum CDU-Antrag. Also, ich meine, wir sind sozusagen von der Grundlinie da gar nicht so elementar auseinander. Ich kann auch verstehen, wenn man in der Opposition ist, muss man immer so Tätigkeitsnachweise machen. Ich hätte Ihnen auch die Pressemitteilung, lieber Kollege Fussem, wahrscheinlich auch schreiben können für Ihren Antrag. CDU, Landtags-CDU macht Dampf bei der Brückensanierung. Nur dieser Antrag ist, wenn man sich die konkrete Arbeit der Landesregierung und des Ministeriums anguckt, einfach überflüssig. Die Aktivitäten laufen. Ich vermute mal, dass der Minister gleich in seiner Rede noch mal die Liste vorstellen wird, wo an welchen Autobahnbrücken, an Bundesstraßenbrücken überall saniert wird. 2011 ist die erste Bestandsaufnahme vorgelegt worden, damals in unserer ersten Regierungszeit, Rot-Grün noch unter Grünem Verkehrsstaatssekretär, wo überhaupt die Brückenschäden in Nordrhein-Westfalen so massiv existieren. Die grüne Bundestagsfraktion hat jetzt vor kurzem Antwort bekommen aus dem Bundesverkehrsministerium auf Ihre Anfrage zum Thema Brücken, Zustand der Straßenbrücken in den Bundesländern. Da ist auch noch mal festgestellt worden, dass knapp 240 Straßenbrücken in Nordrhein-Westfalen dringend sanierungsbedürftig sind, 20 in einem völlig ungenügenden Zustand, also in der Klassifizierung. Das heißt, die Problemlage, die im CDU-Antrag beschrieben wird, ist durchaus vorhanden, aber dass Sie das versuchen zu nutzen für eine Lobhudelei an die Bundesregierung, auch bei allem sozusagen Eingeständnis, dass es gut ist, dass der Bund da mehr Geld in die Hand nimmt. Aber Sie schreiben ja in Ihrem Antrag, die Bundesregierung hat dies erkannt und entsprechend gehandelt. Also nach der Dehre- und Bodewig-Kommission 2011 und 2012, wo aus den Ländern heraus parteiübergreifend erkannt worden ist, dass wir im Jahr ein Sanierungsdefizit von über 7 Milliarden Euro haben, hat die Große Koalition festgelegt, dass sie pro Jahr 1,5 Milliarden in die Hand nehmen und hat jetzt noch mal ein Stück draufgesattelt. Und wenn Sie das jetzt, es ist gut, dass da Geld fließt, aber wenn Sie das jetzt nutzen über diesen Antrag und meinen, wir könnten da zustimmen, dass sozusagen jährlich 5 Milliarden fehlen bei den Sanierungsgeldern, die vom Bund fließen. Also, dass wir das begrüßen und dass wir sagen, der Bund hat es erkannt, wo wir im Herbst 2015 die Debatte führen, zu Erkenntnissen, die seit 2012 schon vorliegen. Lieber Kollege Fussem, da können wir leider nicht zustimmen und da können wir auch nicht mitgehen hier bei diesem Plenarantrag. Und ich frage mich bei dem, was Sie unter zwei, also sozusagen und bei den Forderungen an die Landesregierung aufgeschrieben haben, ich frage mich, was Sie mit dieser 1 Milliarde Planungsreserve beabsichtigen. Warum geht es denn da bei der Planungsreserve? Reden wir hier über Neubau, über Ausbau oder über Sanierung? Für uns Grüne ist klar, so ein bisschen auch in Abwandlung zu dem, was der Minister gesagt hat, wir müssen in den nächsten Jahren sanieren, sanieren, sanieren. Darum wird es gehen in den nächsten Jahren. Oder reden wir über Straßenneubau? Also reden wir über die unsinnigen Umgehungsstraßenprojekte, wo wir zum Glück es hinbekommen haben, gemeinsam in der Landesregierung eine Priorisierung vorzunehmen, dass nicht jedes Straßenprojekt sozusagen gleichzeitig weitergeplant wird, sondern dass wir ein Augenmerk darauf legen, was dringend notwendig ist, was angegangen werden muss und wo dringend saniert werden muss. Das ist die Leistung dieser Landesregierung gewesen, dass wir das klar priorisiert haben. So, Sie bleiben in Ihrem Antrag jeder Antwort schuldig. Warum geht es bei dieser 1 Milliarde Planungsreserve, die jetzt aufgelegt werden soll? Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ellerbrock? Ja, selbstverständlich. Das ist sehr nett von Ihnen. Bitte schön, Herr Ellerbrock. Herr Kollege Glocke, stimmen die Medienberichte, dass Sie im Kölner Umfeld oder in Köln gefordert haben sollen, die Mittel für den Landesstraßenbau bedeutsam zu kürzen und stattdessen diese Mittel für den Radwegebau oder Schnellradwegebau zu verwenden. Stimmen diese Mitteilungen in den Medien? Ja, die stimmen. Ich habe vorgeschlagen, dass man perspektivisch aus dem Topf, wo heute Landesstraßenneubau noch mitfinanziert wird, einen Teil der Summe in den Bau von Radschnellwegen investieren könnte. Ja. Bitte?
Nee, ich finde die Forderung nicht neben der Spur, sondern zukunftsgerichtet und zukunftswert. Und die Radschnellwege zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie häufig nicht neben den Straßen liegen, sondern auf eigener Trassierung, auf ehemaligen Bahntrassen beispielsweise und anderen Parzellen geführt werden. Also das unterscheidet ja die Radschnellwege von den heutigen Radwegen, dass man da kreuzungsfrei entsprechend unterwegs ist. Gut, damit war die Frage, glaube ich, auch beantwortet. Würde jetzt in meiner Rede fortfahren, beziehungsweise gleich auch entsprechend zum Schluss kommen. Dass wir in den nächsten Jahren entsprechende Brückensanierungen in erheblichem Maße vor uns haben, ist absolut richtig und konzidiert. Wir sollten uns da entsprechend auch deutlich darauf fokussieren und entsprechend mehr Gelder akquirieren. Dass der Bund das erkannt hat und hier entsprechend mehr Geld gibt, ist zu begrüßen, aber es ist noch viel zu wenig. Und wenn man sich die Politik der Bundesregierung anguckt, wo immer noch an der schwarzen Null festgehalten wird, statt zu sagen, Investitionen in Mobilitäten und Sanierung sind Zukunftsinvestitionen. Und was wir heute dort entsprechend reingeben, das ist eine Dividende für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das ist leider im Bund noch nicht erkannt worden. Und mir ist der Antrag, lieber Kollege Fussem, noch viel zu wenig ausgerichtet auf all die anderen Aspekte, die Zukunftsmobilität bedeuten. Also was ist beispielsweise mit einem intensiveren Ausbau im Schienenbereich, was ist mit Radschnellwegen, was ist mit Mobilitätsmix etc. Da ist mir viel zu viel Straße, viel zu viel Neubau steckt da für mich drin und viel zu wenig das Setzen auf einen modernen Mobilitätsmix. Deswegen können wir diesem Antrag leider nicht zustimmen.